Los geht's. Gut, weiter geht's. Was mit ihrer Freundin, tut mir leid. Ich will nicht drüber reden. Jetzt hast du springen, wenn die Luft ein bisschen drücke. SRG links, um einen Schmetterangriff auszuführen. Ah, okay. Reißen Sie sich zusammen, Wyatt. Beweisen Sie sich. Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Okay, los geht's. Jagen wir jetzt Fräulein Engel. So, erstmal wieder hier durch 100.000 Tunnel. Wow, das sah gerade echt gut aus. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Wie sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich? Kommandant Anselm Deckers Epos von Kommandant Anselm Decker an Odin Sigbla. Nach der Inflation der Mondbasis fordert der Generalstab, das Hauptsicherheitssystem an Bord des Außenmeersatzes zu verbessern. Es sollen mehrere Sicherheitssysteme und Entstörungsmechanismen in das Odin-System integriert werden. Das Odin-System ist das fortschrittlichste und ausgeklügelste Überwachungssystem der Welt. Falls unsere Feinde auch nur das kleinste Bruchteil dieser Technologie in die Hände fällt, werden wir die Folgen noch viele Jahre spüren bekommen. Alle Autorisierungscodes müssen in den Zentralrechner des Generalstabs gespeichert werden. General Engel erwartet, dass dies bis spätestens Ende der Woche erledigt ist. Anselm Decker, stellvertretender Kommandant des Außenmeersatzes. Was ist denn der Außenmeersatz? Sicherheit. Notiz eines Wartungsarbeiters. Statusbericht. Traktorarme erledigt. Störungsmechanismen integriert. Traktorklemmen können nur von Hauptkontrollraum aus deaktiviert werden. Bitte keinen weiteren Zwischenfall wie in Chicago. Schutzabdeckung mit Schrauben befestigen. Schweißnähte waren brüchig, sollten jetzt sicher sein. Fehlende Feueraxt, dem Notfallkasten im Zugangskorridor hinzufügen. Maschinenraum angewiesen, den Energietransfer von Antigravitationsantrieben nicht zu übertreiben. Ich will nicht bei einer Nuklearexplosion sterben, dabei über Antigravitationsantrieben an Roswell Forschungsteam schicken.
liegt ja auch noch was. Notizerwartungsraum. An alle bitte unbedingt folgendes beachten. Die Entstörungssequenzen für die Traktorklemmen darf auf keinen Fall von Hauptkontrollraum aus eingeleitet werden. Sei denn, es wird ausdrücklich angefordert. Ich müsste General Engel erklären, dass ihr keine nutzlosen Affen und für Germanien von Nutzen seid. Wenn ich einen von euch Idioten noch einmal dabei erwische, wie er unerlaubt an der Steuerung herumfuscht, werfe ich ihn persönlich in die Pazifik. Und hört auf, Beile irgendwo herumliegen zu lassen. Aha. Was haben die denn hier gemacht? Okay. G für Tipp. Okay, dann haben wir ja eigentlich alles. Wir gehen hier nochmal hoch. Mission. Hier. Da liegt doch irgendwo eine Axt. Ah ne, hier drin ist eine Axt. Das war die noch aus dem ersten Teil, ne? Ach, Granate ist das. Alles klar, das war ja hier. Kann man hier auch wieder Akimbo machen? So richtig hochziehen kann man sich nicht, ne? Oder habe ich das vielleicht gerade falsch gemacht? Ah, hier war ich ja.
Haltet euch sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt! Mach auf, Max! Max, er ist da! Max! Okay, kommt jetzt! Max. Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blaskowitsch! Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Lasergewehr. Das Lasergewehr feuert hoch energetische Laserstrahlen. Metall mit gelber Markierung kann aufgelöst werden. Das Lasergewehr kann an Ladestationen aufgeladen werden. Das Lasergewehr wird nicht in ein Inventar aufgenommen. Du kannst es aber jederzeit fallen lassen. Drücke Q, um Lasergewehr fallen zu lassen. Drücke V, um eine andere Waffe auszuwählen. Das Lasergewehr fallen zu lassen. Okay. Das Teil muss ich irgendwo aufladen. Shit. Obwohl ich ein bisschen zu viel rumgespielt habe. Fuck. Irgendwo aufladen. Irgendwie Bock mit der Waffe.
An alle, darf ich Sie daran erinnern, dass mir der Kanzler höchstpersönlich das Kommando über dieses Schiff erteilt hat? Ich bin die Terroristenjägerin. Ich bin diejenige, die unser größten Feind, unser gerechten Straf zuführen wird. Ich habe stets das letzte Wort auf diesem Schiff bis ins kleinste Detail. Sie alle haben sich meinen Willen zu unterwerfen. Ich weiß nicht, wie die Gepflogenheiten von meiner Übernahme waren, aber jetzt wird sich alles ändern. Letzte Nacht stieß ich während meiner Inspektionsrunde über einige ärgerliche Unregelmäßigkeiten. Fracht war nicht korrekt verzurrt, Treibstoffschläuche waren nicht ordnungsgemäß in die Treibstoffpumpe eingeführt, sodass brennbare Flüssigkeiten an Deck auslaufen könnte. Müll auf dem Boden mitten im Weg, als wären sie heruntergekommene Obdachlose. Das sind sie nicht. Sie sind Krieger unserer herrlichen Stadt. Das zeigen sie verdammt nochmal Anstand. Engel. Von Engel. Hier was sehen, ne? So, warte mal, Signal entdeckt. Nein. Aber schon ein bisschen anspruchsvoller, ey. Ich muss mich da erstmal noch reinfinden. Shit. Ich brauche ja keine Stelle. Oh doch. Testen wir mal hier einmal. Ne. Können Sie mit sowas umgehen, mit Sigrun Engel?
Schwester, klar? Vikro und das Rettungsboot klar machen! Cap, wir müssen hier weg und zwar gemeinsam! Warte. Deaktiviert die Rettungsboote! Zu spät! Feuer! Los geht's. Geht das? Leute! Hört zu! Wir haben eine Strategie! Caroline hatte einen Plan! Die Vereinigten Staaten von Amerika zu befreien! Die USA zu befreien! Und wenn wir das schaffen, können wir von dort aus den Rest der Welt befreien! Und genau das werden wir verdammt nochmal tun! Für Caroline! Was ist mit der da? Können wir ihr trauen? Hallo? Sie hat eine Chance verdient! Sie hat mich gerettet! Und Captain Blazkowicz auch! Also, Caroline hatte Funkkontakt zu einer amerikanischen Widerstandsgruppe in New York hergestellt. Wir müssen Lassen diese Sie Gruppe auch finden Schwarze und für unsere Bord? Sache gewinnen. Wir brauchen oh Unterstützung Gott. Von den US-Widerstandsgruppen. Nur so können wir die Jeder Leute zur Revolte bringen. Boot. Wir machen diesen Kampf nur das Regime wieder nicht. Zu einem echten Krieg. Ganz genau. Und als erstes müssen wir Kurs auf New York setzen und... Unterwasserbomben! Anja, an so nah! Ich kann Ihnen dabei helfen. Einen Moment! Oberfläche durchbrochen. Mehrere Objekte. Das ist Frau Engel. Wie zum Teufel hat sie uns nur gefunden? Irgendjemand in Ihrem U-Boot sendet Ihre Position. Was sagen Sie? Der Ausmerzer hat Nachrichten von jemandem aus Ihrem Boot empfangen. So haben wir sie gefunden. Das ist unmöglich. Sektion F. Das kann nicht. Da ist sie, Sektion F. Aber es gibt keine Sektion F. Die Karten sind ungenau. Wir haben geschaut, da ist keine Tür. Und was wenn doch? Was wenn sich jemand dort versteckt und dieses Signal sendet? Cap, Sie nehmen ein paar Männer und schauen nach. Ich zeige Ihnen den Weg. Hier, verschieben Sie den Schrank. Faszinierend. Was siehst du? Die Tür ist von der anderen Seite verschweißt. Hier, Junge! Hierher! Nehmen Sie das! Wyatt hatte einige Ideen für Verbesserungen. Ein paar habe ich umgesetzt. Ist das hier das tödliche Ende? Oh, absolut. Danke, hat mir schon gefehlt. Ich mach's wieder auf, wenn du fertig bist, Großer.